Vivo IQOO 11S Tipps und Tricks, besondere und versteckte Funktionen. Vivo IQOO 11S Tipps und Tricks. Wie aktiviere ich die Augenschutzfunktion auf dem Vivo IQOO 11S? Um die Augenschutzfunktion auf dem Vivo IQOO 11S zu aktivieren, müssen Sie zu den Einstellungen gehen. Auf Display tippen und die Helligkeit aktiviert nun die Augenschutzfunktion. Wie ändere ich die Bildschirmfarbe in Vivo IQOO 11S? Um die Bildschirmfarbe auf dem Vivo IQOO 11S zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf Anzeige und Helligkeit. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf die Farbe, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können zwischen Standard, Normal und Lebendig wählen. Sie können auch die Farbtemperatur nach Ihren Wünschen anpassen. Wie ändere ich Schriftgröße und Stil auf dem Vivo IQOO 11S? Ja, Sie können die Schriftgröße und den Schriftstil auf dem Vivo IQOO 11S ändern. Um dasselbe zu tun, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf Anzeige und Helligkeit. Scrollen Sie nun nach unten und tippen Sie auf Schriftgröße, um die Schriftgröße festzulegen. Die Option Schriftstil liegt knapp unter der Schriftgröße. Tippen Sie einfach auf die Option Schriftstil und wählen Sie Ihren bevorzugten Schriftstil aus, indem Sie ihn herunterladen. Vivo IQOO 11S. Wie aktiviere ich den Bildschirmschoner im Vivo IQOO 11S? Um es zu aktivieren, gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Anzeige und Helligkeit. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Bildschirmschoner. Sie können den analogen oder digitalen Uhrstil auswählen. Wie aktiviere ich die globale Suche auf dem Vivo IQOO 11S? Drücken Sie lange auf den Startbildschirm und tippen Sie nun auf die Starteinstellungen. Es gibt eine Option für die Schiebefunktion des Startbildschirms. Tippen Sie einfach darauf und wählen Sie die globale Suche. Wenn Sie nun auf Ihrem Bildschirm nach unten scrollen, öffnet sich die globale Suche. Wie zeige ich Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm in Vivo IQOO 11S an? Drücken Sie lange auf den Startbildschirm und tippen Sie nun auf Home-Einstellungen. Tippen Sie nun auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm. Tippen Sie auf die Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm und wählen Sie eine beliebige aus. Wie füge ich Symbole zum Standard-Startbildschirm des Vivo IQOO 11S hinzu? Drücken Sie lange auf den Startbildschirm und tippen Sie nun auf Home-Einstellungen. Aktivieren Sie nun Symbol zum Startbildschirm hinzufügen. Wie stelle ich den Lichteffekt für eingehende Anrufe auf dem Vivo IQOO 11S ein? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf dynamischen Effekt. Tippen Sie auf Umgebungslichteffekt, tippen Sie nun auf Lichteffekte für eingehende Anrufe. Wählen Sie einen beliebigen Lichteffekt aus und tippen Sie auf Anwenden. Wie stelle ich den Lichteffekt für Benachrichtigungen auf dem Vivo IQOO 11S ein? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Dynamischer Effekt. Tippen Sie auf Umgebungslichteffekt, aktivieren Sie nun die Benachrichtigung, falls nicht. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie nun auf Benachrichtigungs-App und wählen Sie die Apps aus, für die Sie den Lichteffekt bei der Benachrichtigung anzeigen möchten. Sie können auch den Lichteffekt für Benachrichtigungen anpassen. Wie ändere ich die Animation des Fingerabdrucksymbols in Vivo IQOO 11S? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Dynamischer Effekt. Dann auf Animation des Fingerabdrucksymbols. Wählen Sie den Animations-Stil aus und klicken Sie auf Anwenden. Wie ändere ich die Fingerabdruckerkennungsanimation in Vivo IQOO 11S? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Dynamischer Effekt. Dann auf
Animation zur Fingerabdruckerkennung. Wählen Sie den Animations-Stil aus und klicken Sie auf Anwenden. Wie ändere ich die Gesichtserkennungsanimation in Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Dynamischer Effekt. Tippen Sie auf Gesichtserkennungsanimation. Wählen Sie den Animations-Stil aus und klicken Sie auf Anwenden. Wie ändere ich die Ladeanimation auf dem Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Dynamischer Effekt. Tippen Sie auf Ladeanimation. Wählen Sie den Animations-Stil aus und tippen Sie auf Übernehmen. Wie ändere ich über USB aufgelistete Animationen in Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu den Einstellungen, klicken Sie auf Dynamischer Effekt. Klicken Sie auf die im USB-Stick aufgeführte Animation. Wählen Sie den Animations-Stil aus und klicken Sie auf Anwenden. Wie verwende ich die Split-Screen-Funktion oder wie verwende ich zwei Apps auf einem Bildschirm? Auf dem Vivo iQOO11S? Öffnen Sie die erste App, wischen Sie mit drei Fingern nach oben und wählen Sie nun die zweite App aus, die Sie auf demselben Bildschirm öffnen möchten. So erstellen Sie einen Screenshot auf dem Vivo iQOO11S. Es gibt drei Möglichkeiten, einen Screenshot auf dem Vivo iQOO11S zu erstellen. Drücken Sie lange die Ein-Aus-Taste. Es öffnet sich eine Seitenleiste. Tippen Sie nun auf den Screenshot. Wischen Sie mit drei Fingern auf dem Bildschirm nach unten, um den Screenshot aufzunehmen. Drücken Sie gleichzeitig die Ein-Aus-Taste und die Leiser-Taste, um den Screenshot aufzunehmen. Wie mache ich lange Screenshots auf dem Vivo iQOO11S? Scrollen Sie auf dem Benachrichtigungsschalter nach unten, tippen Sie auf S-Capture. Tippen Sie nun lange auf Screenshot und scrollen Sie nach unten, bis Sie den Screenshot machen möchten, und tippen Sie schließlich auf Speichern. Wie aktiviere ich die Vibration der Navigationstasten im Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Ton. Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie die Touch-Vibration. Wie kann ich Apps auf dem Vivo iQOO11S dual oder klonen? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf App und Benachrichtigungen. Tippen Sie auf App klonen und wählen Sie nun die App aus, die Sie klonen möchten. Wie wird der Batterieprozentsatz in der Statusleiste des Vivo iQOO11S angezeigt? Gehen Sie zu den Einstellungen, tippen Sie auf Akku und aktivieren Sie nun die Anzeige des Akkuprozentsatzes in der Statusleiste. Wie aktiviere ich Doppeltippen zum Entsperren des Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf Verknüpfung und Eingabehilfen. Dann auf Smart Motion, dann auf Smart Screen und aktivieren Sie nun Doppeltippen zum Aufwecken. Wie aktiviere oder erhöhe ich die Lautstärke, um das Vivo iQOO11S zu entsperren? Wie aktiviere ich die Taschenlampenbenachrichtigung für Anrufe und Nachrichten auf dem Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf Verknüpfung und Barrierefreiheit. Dann auf Taschenlampenbenachrichtigung und aktivieren Sie nun eingehende Anrufe und Nachrichten. Wie verwende ich den Einhandmodus auf dem Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf Verknüpfung und Barrierefreiheit. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Einhändig. Aktivieren Sie nun den Mini-Bildschirmzugriff mit Geste, um den Einhandmodus zu verwenden. Wie ändere ich das Positionslayout der Navigationstasten auf dem Vivo iQOO11S? Gehen Sie zu Einstellungen, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf System. Dann auf Systemnavigation.
Wählen Sie nun Ihren bevorzugten 3-Tasten-Navigationsmodus-Stil aus. Wie verstecke ich Gesten-Navigationsschaltflächen in Vivo iQOO 11S? Gehen Sie zu Einstellungen, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf System. Dann auf Systemnavigation und wählen Sie Gestennavigation. Um die Navigationsschaltflächen auszublenden. Wie verwende ich USB-OTG auf dem Vivo iQOO 11S? Gehen Sie zu Einstellungen, klicken Sie auf Bluetooth und Geräte und aktivieren Sie nun OTG. Um Ihr Mobiltelefon mit Ihrem PC oder Laptop zu verbinden. Wie mache ich eine Bildschirmaufnahme auf dem Vivo iQOO 11S? Um die Bildschirmaufzeichnung zu starten, wischen Sie auf dem Benachrichtigungsumschaltfeld nach unten und tippen Sie auf Bildschirm. Aufzeichnen. Sie können die Bildqualität auf niedrig, hoch oder mittel einstellen. Tippen Sie auf Bildschirmaufzeichnung starten. Um mit der Aufzeichnung Ihres Bildschirms zu beginnen. Wie schalte ich WLAN auf dem Vivo iQOO 11S automatisch ein? Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf Netzwerk und Internet, dann auf WLAN. Dann auf WLAN-Einstellungen und aktivieren Sie nun die automatische Aktivierung von WLAN. Sobald Sie dies tun, wird Ihr WLAN in der Nähe der gespeicherten hochwertigen Netzwerke neu gestartet. Wie lade ich YouTube-Videos auf Vivo iQOO 11S herunter? Um YouTube-Videos auf das Vivo iQOO 11S herunterzuladen, müssen Sie eine Drittanbieter-App namens TubeMate herunterladen. Wie finde ich die IP-Adresse auf dem Vivo iQOO 11S? Gehen Sie zu Einstellungen, gehen Sie zu Über das Gerät. Wählen Sie nun Status und scrollen Sie nach unten, um die IP-Nummer zu finden. Wie finde ich die E-Mail-Nummer des Vivo iQOO 11S? Gehen Sie zu Einstellungen, gehen Sie zu Über das Gerät. Wählen Sie nun Status und scrollen Sie nach unten, um die E-Mail-Nummer zu finden.